die vorne ganz kurz festhalten, bitte? Mich hat Marx einfach als Denker beeindruckt. Immer schon. Das war jetzt nicht als Student, sondern nach meinem ersten Semester. Und auch vorher habe ich am Bau gearbeitet. Das war damals die einzige Möglichkeit für junge Studenten, überhaupt sein Geld zu verdienen. Es ging darum, das eigene Studium zu finanzieren. Und da gab es für uns die Arbeit in der BIMS-Industrie. Und das war die schlimmste Arbeit, die mir leider zufiel, in einer Grube zu stehen. 8, 10 Meter unter der Erde im Sommer. Sonne scheint von oben rein. Ich hatte keine Mütze, ich hatte überhaupt keine Arbeitskleidung. Und dann hat man also von morgens bis abends 8 bis 10 Stunden dort schaufeln, schaufeln, schaufeln. Nachts ganz schlecht geschlafen, mit Schmerzen im Rücken. Ich brauchte eine Stunde, um nur die Hand wieder am Morgen wieder beweglich zu machen, um den Schaufelstiel packen zu können. Nicht? Und dann las ich Marx. Irgendwann kam auf einmal der Lohnarbeiter, der Lohnsklave bei Marx vor und sagte, ja, ich weiß, was das ist. Ich weiß, was ein Lohnsklave ist. Nicht? Und das hat mich also damals zumindest für eine Zeit lang Marx näher gebracht. Also es ist schon ein Eingriff, ne? Es ist wie eine Operation. Ne? Also man fühlt sich doch schon sehr eingeschlossen. Und das ist ja gut für die Figur, aber für einen selber ist es nicht so angenehm. Aber naja, da muss man durch. Ne? Ja, hier hat alles angefangen, das für mich der Film. Ich bin stark. Ich bin wild. Ich bin ein Tiger. Ihre Krawatte brennt. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Ja. Die Originalunterlagen, die Sie hier eingereicht haben. Ja. Und deshalb steht meine Entschluss. Ich will Schauspieler werden. Ich muss. Erster Nachwuchsdarsteller Mario Adolf. Naja, das war natürlich damals diese deutsche Vita-Zeit. Es gab auch keinen Stuntman, deswegen habe ich dann immer auch gerne selber das gemacht. Es hat mir auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Als man mir den Film anbot, diesen Center, habe ich das erste Mal ablehnen wollen. Ich will nicht nur Mexikaner spielen. Das war mein Haus. 30 Jahre habe ich da gewohnt. Hey, Robert, volevo proprio venire da te. Grande. Giovanissimo Mario Adolf. Monique gehörte zu den Freundinnen von Bardot und so haben wir uns kennengelernt. Ich wollte immer was Neues erfinden. Du siehst ja einfach, was ein Schauspieler kann. Man muss die Rolle zeigen. Ja.